Bauchding. Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es ein Aufgebraucht-Video für euch geben. Ich habe mir dazu Folgendes überlegt und zwar ist ja das Baby jetzt noch hier drin. Dementsprechend ist der Bollerwagen, also wir sagen ja Bollerwagen, der Stubenwagen noch leer. Und für die Zeit, wenn das Baby dann vielleicht da ist oder jetzt so für die Endphase, drehe ich dieses Video ab, damit ihr hier auf meinem Kanal auch noch Videos quasi habt. Drehe ich das vor, mich fragen ganz, ganz viele, ob ich nicht zu den jeweiligen Produkten, die ich so kaufe, etwas sagen könnte, also eine Review abgeben könnte. Und das mache ich eben heute sehr gerne. Ich denke, es werden zwei Teile, denn hier hat sich unglaublich viel angesammelt. Also ich horte das jetzt bestimmt schon ein Jahr, also bitte nicht wundern. Und ich freue mich schon riesig, wenn das Ganze in den gelben Sack wandert, ja, weil ich kann es nicht mehr sehen, aber ich hatte relativ wenig Zeit, das abzudrehen. Ja, und es ist jetzt einfach so, dass sich das ganz, ganz klar rauskristallisiert bei uns, welche Produkte denn unsere Favoriten einfach sind, die ich immer wieder jetzt dann auch nachkaufe. Ich teste zwar auch viel, aber letztendlich kehre ich dann zu dem Produkt zurück, das mir eben logischerweise am besten gefällt, mit dem ich am besten klarkomme und mit dem dann auch meine Männer natürlich klarkommen. Da sind nämlich auch einige Sachen dabei. Wie gesagt, ich teile das in zwei. Bei dem zweiten Teil, denke ich, mache ich mehr so die Haarprodukte und so weiter. Aber das sehen wir dann. Nehmt euch einfach was zu trinken, einen Kaffee oder einen Tee. Oder lackiert euch die Fingernägel dabei, bügelt dabei. Habt einfach Spaß bei diesem Video und ich würde sagen, los geht's. Und falls ich des Öfteren außer Atem bin, ihr wisst Bescheid. Ich trage hier einiges mit. Also gut, dann starten wir mal mit den liebsten Produkten meiner Jungs zum Beispiel. Und zwar verwendet einer meiner Söhne am allerliebsten dieses Haarspray hier von Balea. Das kaufe ich tatsächlich immer wieder nach. Ich hatte dann mal das hier ausprobiert, aber letztendlich sind wir dann immer wieder zu diesem hier zurückgekehrt. Hier steht Stärke 7, steinharte Fixierung, alles klar. Also ich brauche das nicht, wie gesagt, das verwendet einer meiner Jungs. Und die vier Flaschen gehören jetzt weg. So, dann machen wir mal mit mir weiter und zwar mit Reinigungsprodukten für das Gesicht, also sprich, wie ich mein Make-up abnehme. Und da bin ich jetzt eben letztendlich auch mit einem Produkt so, so zufrieden, dass ich mir das immer wieder nachkaufe, aber ich habe auch andere getestet. Also, mein liebstes Produkt, das ich mir immer wieder nachkaufe, ist dieses hier von Garnier, dieses Mizellenreinigungswasser. Da ist halt auch Öl enthalten, also das heißt, es ist ein Zwei-Phasen-Produkt. Ihr müsst es dann erstmal schütteln, das auf dem Wattepad und dann nehme ich mir erstmal so den groben Schmutz ab, also das Make-up. Aber, also hier sieht man es, ne? Ich habe diese zwei, so. Und ich habe aber auch andere Produkte natürlich getestet, logischerweise, weil ja mich das natürlich auch interessiert. Ich denke mir dann, ach, nimmst du mal das mit oder das. Ich habe zum Beispiel ein teures Produkt von Avène, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, dieses Mizellenreinigungswasser, diese Reinigungslotion, genau, die sieht so aus und die ist halt auch dementsprechend teuer. Also, ne, das geht so in die teure Richtung. Dann habe ich was von Rossmann, das ist etwas günstiger. Und zwar diese hier, einmal von Isana, dieses Clean and Care, das ist auch ölhaltig. Und dann dieser sanfte Make-up-Entferner. Butnicare steht hier. Das wurde mir mal empfohlen, aber ja, wie gesagt, also ich liebe halt das. Was soll ich sagen? Dann habe ich noch das hier von Marbert ausgetestet. Das hatten wir mal bei einem Beauty-Blocker-Event in unserer Goodie-Bag. War auch okay. Also ich sage jetzt nicht, dass die Produkte nicht gut sind, aber man hat halt dann immer so sein Favorit. Das meine ich damit, genau. Und deshalb kehre ich dahin zurück. Ich habe natürlich auch noch dieses hier von L'Oreal, das habe ich euch auch schon ganz oft gezeigt. Mit dem bin ich auch zufrieden. Es macht auch das, was es verspricht, aber auch das hier ist teurer. Und genau, deshalb dieses ganz, ganz tolle Mizellenreinigungswasser. Okay, jetzt können die Flaschen auch weg. Yay! Wartet
mal kurz, ich bereite mir hier mal mein Tütchen vor. So, okay. Okay, also wie gesagt, bitte nicht wundern, ne? Es ist so, so lang, dass ich diese Sachen hier horte, unten bei uns im Keller. Ich bin so froh, wenn das weg ist. Dann machen wir weiter mit Deo. Und zwar ein Deo, das ich mir immer und immer wieder nachkaufe. Aber auch hier habe ich viele andere ausprobiert. Aber letztendlich ist das einfach, ja, meine Nummer 1 von Rexona. Maximum Protect. So sieht es aus. Clean Scent. Eigentlich habe ich mir erst gedacht, es ist für Männer, weil es halt blau ist. Aber das ist ein Quatsch. Ich habe auch das pinke oder, ja, was ist denn das für eine Farbe? Also halt eher so ins rötlich gehende getestet. Und das ist definitiv nicht mein Geruch. Das gefällt mir gar nicht. Und deshalb kaufe ich immer und immer wieder dieses nach. Schaut mal, wie viele ich aufgehoben habe. Also es hätte ja eigentlich auch gereicht, wenn ich nur eins aufgehoben hätte, ne? Das ist wieder so typisch Heidi. Dann machen wir weiter mit einem Produkt für meine Jungs. Und zwar ist es ein Shampoo. Mein Mann verwendet allerdings ein anderes. Und zwar ist es von Head & Shoulders Citrus Fresh, nennt sich das Ganze. So sieht es aus. Und das kaufe ich tatsächlich immer und immer wieder nach. Wie man sehen kann, es riecht so, so gut. Wenn ich die Jungs so umarme, dann rieche ich das. Und ja, es hat einfach was von Frische und ich mag es auch super, super gerne an ihnen. Und so viel zum Shampoo für meine Männer. Bis auf einen. Dann machen wir direkt kurz weiter mit Produkten für meine Männer. Beziehungsweise diese Bodylotion hier hat mein Mann verwendet von Nivea, Nivea Man. Aber die kaufe ich nicht mehr nach, denn er hat seine Favorite Bodylotion vom Aldi. Da gibt es auch zwei verschiedene Versionen. Die eine, die kann ich überhaupt nicht riechen. Da ist irgendwie so komisches Kokos mit drin, obwohl ich Kokos gerne mag. Aber die ist so schrecklich. Da habe ich zu ihm gesagt, die soll er bitte nicht mehr kaufen. Die war auch echt gut, aber wie gesagt, er hat seine Lieblings-Bodylotion. Dann haben meine Jungs dieses Waschgel hier verwendet und zwar Balea Man, aber das hat ihnen nicht so gut gefallen. Ich kehre dann doch immer wieder zu diesem Produkt hier zurück. Playboy VIP Showergel und Shampoo. Genau, das ist ein 2-in-1 Produkt. Das mögen sie halt ganz gern wahrscheinlich, weil da Playboy draufsteht. Keine Ahnung. Okay, so viel dazu. Dann machen wir ganz kurz mit unseren Bädern weiter. Und zwar habe ich da zum einen für unser Gästebad dieses hier Magic Softness von Palmolive. Und zwar ist es so ein Mousse, das da rauskommt. Also hier mit diesem Pumpspender. Das riecht so, so gut. Und die Konsistenz, die ist total angenehm. Das kaufe ich tatsächlich immer und immer wieder nach, eben für das Gästebad. Und das hier von Saprotan, sanft zur Haut, stark gegen Bakterien, flüssige Handseife. So sieht es aus. Das kaufe ich eben fürs Eltern- bzw. unten fürs Kinderbad. Immer und immer wieder nach. Finde ich richtig, richtig klasse. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal mit meinen Nägeln weiter. Das ist auch so witzig, ne, dass ich da immer alle aufhebe. Ne? Es reicht ja, wenn ich eins aufhebe. Also, und zwar kaufe ich immer wieder dieses hier nach von P2, diesen Nagellackentferner. Der gefällt mir eben total gut, weil da oben dieser Pumpspender ist. Ne? Ich gehe da einfach mit dem Wattepad drauf, pump zweimal und dann mache ich mir den Nagellack eben ganz, ganz schnell ab. Ist aber überhaupt nicht aggressiv zur Nagelhaut hier außenrum und ja, macht meinen Nägeln jetzt auch nichts weiter. Also die gehen jetzt nicht kaputt oder so. Und deshalb kaufe ich es immer wieder nach. Und was ich total gerne verwende eigentlich, aber ich komme so, so selten zum Rossmann. Wir haben hier keinen in der Nähe. Jedenfalls immer, wenn ich dort bin, nehme ich mir dieses Produkt hier mit. Und zwar ist es von Rival de Loop. Die haben dann irgendwann das Packaging geändert, also die Farbe. Und zwar ist es ein Quick and Dry Spray. Das heißt, es ist so ein Nagellack-Schnelltrockner-Spray. Also ihr macht euch den Nagellack drauf und dann sprüht ihr so und dann ist es halt ruckzuck trocken und das ist halt ideal für mich. Ich finde das eh, also bei mir, ich halte mich da nie ewig auf, ne, Nägel zu lackieren. Das geht bei mir so zack, 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 das Zeug hier drauf und dann warte ich kurz und dann muss es auch schon wieder weitergehen. Ich muss mir tatsächlich aber auch echt oft die Nägel lackieren, wenn ich nicht möchte, dass die schrecklich aussehen, weil ich halt so viel, ja,
mit Wasser rummache im Garten und ja, dann geht der Nagellack halt ab. Ne? Okay, so viel dazu. Dann machen wir noch ganz kurz mit dem Gesicht weiter. Das hätte ich vielleicht vorhin noch anhängen können bei dem Micellenreinigungswasser. Und zwar zum einen habe ich diese Reinigungstücher hier von BB. Die kaufe ich halt immer bei DM. Eigentlich liebe ich ja die Neutrogena Abschminktücher. Die gibt es bei uns aber nur bei Müller und da komme ich super selten hin. Also das ist eine halbe Weltreise. Und bei uns im DM gibt es die nicht von Neutrogena. Einige DM-Filialen haben die, aber wir halt nicht. Und deshalb nehme ich mir halt ab und zu das hier mit. Und außerdem verwende ich auch von Foreo diesen Cleanser hier super gerne. Also der ist halt jetzt leer. Meine Wortfindungsstörung, Moment. Ja, dieses Gerätchen halt, ne, um das Gesicht zu reinigen, das verwende ich ja auch super gerne, einmal die Woche ungefähr. Und dafür brauche ich eben auch diesen Cleanser. So, das habe ich mir tatsächlich auch schon beides nachgekauft. Okay, meine Lieben, das war jetzt, glaube ich, schon recht lange, oder? Ich habe das jetzt nicht so im Gefühl. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass ich jetzt den zweiten Teil noch abdrehe. Ich habe hier Beauty und für die Haare und für den Körper und so weiter. Da drehe ich euch jetzt, wie gesagt, ein zweites Video ab. Ich habe auch noch was für die Augen, also Augenpflege. Ja. Da mache ich euch jetzt einfach einen zweiten Teil draus. Wie gesagt, ich bereite diese Videos einfach vor. Dann für die Zeit, wenn das Baby da ist, wenn es wahrscheinlich ein bisschen stressiger wird. Oder ja, wenn ich halt einfach natürlich logischerweise keinen Kopf dazu habe, mich jetzt unbedingt hinzusetzen und ein Video dann abzudrehen. Ich muss auch mal schauen, inwieweit ich dann Vlogs abdrehen werde und so weiter. Das wird sich alles zeigen. Das steht noch in den Sternen, logischerweise. Ne? Das kann auch, denke ich, jeder verstehen, weil, wie gesagt, ja hier ein kleines Baby drinnen ist. Genau, ich hoffe aber trotzdem, dass es euch bisher gefallen hat. Einfach, dass ihr eine kleine Review habt und einfach mal seht, welche Produkte wir eben so tagtäglich verwenden, beziehungsweise welche Produkte wir eben super gut finden und welche eher weniger. Da habe ich hier auch ein paar Fails mit dabei. Also, mehr dazu dann im zweiten Teil. Ich hoffe natürlich, dass ihr dann dazu auch wieder mit dabei seid, beziehungsweise, dass ihr diesen Kanal kostenlos abonniert. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Dann verpasst ihr nämlich keine Videos mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und ich bin froh, wenn ich dieses Chaos hier weg habe. Also, bis dann. Ciao!